Hallo, ich bin Luis vom Goldfußmuseum und ich stehe hier vor versteinerten Korallen aus dem rheinischen Schiefergebirge. Aber wie kommen die denn dahin? Nun, vor ungefähr 400 Millionen Jahren, im Zeitalter des Devon, war unsere Region von einem flachen, tropischen Meer bedeckt. Dort gab es auch Riffe und genau wie heute bestanden diese Riffe hauptsächlich aus Korallen. Korallen sind übrigens keine Pflanzen, sondern Tiere, die mit Quallen und Seeanemonen verwandt sind. Und viele von ihnen bilden ein Skelett aus Kalk. Die Korallen, die wir im rheinischen Schiefergebirge finden können, sind aber anders als die Korallen heute. Sie gehören zu zwei ausgestorbenen Gruppen, den Tabulatenkorallen und den Rugosenkorallen. Das hier ist eine Kolonie von Tabulatenkorallen. Die kleinen Punkte, die ihr hier sehen könnt, sind die Korallenkelche, in denen das Korallentier, der sogenannte Polyp, gelebt hat. Diese Art heißt Favosites goldfußi und ist nach dem Gründer des Goldfußmuseums benannt. Der hieß nämlich auch Goldfuß. Das hier ist eine ganz besondere Koralle, nämlich eine kleine Kolonie von Tabulatenkorallen mit einem sessilen Polychäten, also einem Wurm. Wissenschaftler sind sich nicht einig, warum dieser Wurm immer auf diesen Korallen gefunden wird. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Das hier sind Rugosekorallen. Diese beiden sind Einzelkorallen und wie man sehen kann, ist der Kelch hier viel größer als bei den Tabulatenkorallen. Diese Linien hier nennt man Septen und die sind im rheinischen Schiefergebirge typisch für die Rugosenkorallen. Bei den Tabulatenkorallen sehen diese Septen ganz anders aus und sind oft überhaupt nicht zu sehen. So kann man diese beiden Gruppen von Korallen unterscheiden. Das hier ist eine Kolonie von Rugosenkorallen. Das heißt also, die einzelnen Kelche sind hier zusammengewachsen. Man kann aber immer noch die Septen gut sehen. Und das haben wir auch noch in deutlich größer. Hallo, hier unten. Ich stehe hier im Innenhof unseres Museums und auch das ist kein versteinerter Riesenblumenkohl, sondern wieder eine Kolonie von Rugosenkorallen, diesmal aus dem Bergischen Land. Und wenn man sich anschaut, wie groß diese Koralle ist, kann man sich vorstellen, wie riesengroß die Riffe waren und wie vielen Tierarten sie einen Lebensraum geboten haben. In der großen Krise am Ende des Perm, vor ungefähr 250 Millionen Jahren, starben die Rugosen und die Tabulatenkorallen aus und mit ihnen auch viele der Tierarten, die in den Riffen gelebt haben. Und genau wie damals haben wir auch heute wieder einen Klimawandel, der die Korallen in Gefahr bringt. Und so kann uns das Studium von ausgestorbenen Lebewesen zeigen, wie empfindlich die Natur auf unserem Planeten ist. Und damit bis zum nächsten Mal. Also einem sogenannten Wurm. Okay, das ist ein bisschen übertrieben. Ich mach's mal anders.